Hallo, heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ich Hähnchen auf marokkanische Art zubereite. Vielleicht ist das nicht ganz hundertprozentig marokkanisches Kochen, das mag sein, aber so kenne ich das von einer mir bekannten und gut befreundeten marokkanischen Familie, die mir das Rezept weitergegeben hat und ich habe das dann für mich so ein klein wenig abgewandelt. Also wir brauchen zunächst Hähnchenkeulen. Wie ihr seht, habe ich hier wieder Maishähnchen, dann auf jeden Fall Olivenöl, hier habe ich 5 Zwiebeln, ich habe 3 Knoblauchzehen, ein Stück frischen Ingwer. Weiterhin habe ich hier schwarze Oliven, ich brauche noch Petersilie, da habe ich jetzt allerdings getrocknete Petersilie, weil mir momentan keine frische zur Verfügung steht. Dann brauche ich Tomaten, Fruchtfleisch, an Gewürzen, Salz und Pfeffer, Safran und Kurkuma. Als erstes bereite ich jetzt die Soße für die Hähnchen zu. Dafür habe ich jetzt das Öl erhitzt in einem Topf und gebe nun die Zwiebel mit dem Knoblauch und dem Ingwer da rein. Das Ganze wird jetzt schön angebraten. Zwiebeln haben ja den Effekt, dass sie jedem Essen auch eine gewisse Süße geben. Dazu kommt dann jetzt das Tomatenfruchtfleisch, Pfeffer und Salz, etwas Kurkuma und Safran. Jetzt noch die Petersilie. Ich hatte vorhin ganz vergessen zu erwähnen, dass ich auch noch etwas aufgelöste Gemüsebrühe brauche. Das ist meine selbstgemachte, die meisten von euch wissen das. Meine Hähnchen, die gebe ich jetzt in die Soße, sozusagen als Gewürzsoße oder Marinade und dann in die Pfanne. Die Hähnchenschenkel brate ich jetzt von beiden Seiten an. Dann jetzt mal wenden. Nun gieße ich etwas von meiner Gemüsebrühe dazu. Gebe den Deckel drauf und dann kann so bei mittlerer Hitze das Ganze erstmal mindestens eine gute halbe Stunde kochen. Das liegt immer an der Dicke der Hähnchenschenkel, dementsprechend unterschiedlich ist dann natürlich auch die Garzeit. So, jetzt ist eine halbe Stunde um und ich gebe meine vorbereitete Soße mit dazu, aber immer nur etwas. Der Rest, der verbleibt jetzt im Topf, weil ich da nachher noch die Oliven noch runterkoche. Nun wieder ein bisschen von meiner Brühe. Ich decke das Ganze jetzt nochmal für ungefähr eine Viertelstunde ab. Die Hähnchenschenkel, die sind jetzt gar. Jetzt gebe ich die noch in den Backofen und lasse sie noch oben etwas kross werden. Auf die Hähnchen kommt jetzt noch eine kleine Prise Rosenpaprika. Und Butterflöckchen. Und jetzt noch ab ins Rohr. Dann wird das Ganze noch ein wenig kross und ich kann in der Zeit meine Soße fertig machen. Dazu kommen jetzt die Oliven. Ob man dann nun grüne oder schwarze Oliven nimmt, das ist an sich eine Geschmackssache und bleibt jedem selbst überlassen. So, und das ist es dann auch schon. Jetzt brauchen wir nur noch zu warten, bis dass die Hähnchen knusprig sind. Die Hähnchen sind jetzt aus dem Ofen und mit der Tomatensoße und den Oliven angerichtet. Dazu könnte man jetzt zum Beispiel ganz landestypisch Couscous essen oder aber man kann auch, wie man es hier essen würde, Pommes einfach dazu geben oder Reis. Man kann es auch in diese Jufka-Teigtaschen tun, ganz nach Belieben und nach Geschmack. Jetzt hoffe ich, es hat euch gefallen, meine kleine Anregung. Sag euch mal bis bald, lieben Gruß, danke fürs Zuschauen, tschüss.